ich eine kurze Saat- und Erntebotschaft vorbereitet. Und zwar bin ich auf eine interessante Geschichte gestoßen in den Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 8. Ich möchte euch das kurz lesen hier, was wir da lesen. Und zwar: in Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die 9. Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihr gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Eine spannende Geschichte. Wir lesen dann weiterhin später, dass er die Geschichte nochmals bestätigt, auch gegenüber Petrus, das erzählt und dass auch Petrus erkannte in dem Moment: offenbar können nicht nur Juden zum Herrn kommen, sondern auch nicht Juden. Das ist nämlich die Erkenntnis, die Petrus in dem Moment hatte. Aber was wir hier lesen, ist ein Mann, ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann in dem Moment, der war ganz sicher der hatte Macht, er hatte viele Leute unter sich, war nicht arm, die haben gut verdient. Der hatte wahrscheinlich alles, was es so brauchte. Und dieser Mann hat offenbar viel gebetet und viele Almosen gegeben. Und ihm erschien ein Engel. Und der Engel sagte: Hey, schau, deine Gebete sind im Himmel angekommen. Nun, das können wir uns noch gut vorstellen, oder? Dass die Gebete im Himmel ankommen beim Herrn. Aber er sagt auch nicht nur die Gebete, sondern deine Gebete und die Almosen sind im Himmel angekommen. Und jetzt sehe ich schon einige Köpfe: Wie geht das? Hat der Herr wirklich ein Konto dort? Eine Bank? Nun, weißt du, wenn wir etwas geben, dann ist es beim Herrn immer verzeichnet. Er weiß ganz genau, was wir gegeben haben. Und er wird das wird bei ihm immer ankommen. Selbst wenn wir in eine Organisation oder für Menschen, er hat hier Almosen gegeben, das heißt, er hat Menschen unterstützt, er hat Menschen seine Finanzen gegeben, dieser Hauptmann hier, und hat viel gebetet. Und es ist trotzdem beim Herrn angekommen. Er war ein Mann, der alles hatte: Reichtum, Macht. Er musste sich nichts erkaufen. Und er gab offenbar, so wie wir das lesen, aus Überzeugung. Er gab aus Überzeugung, spendete er und unterstützte Menschen. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum der Herr ihm persönlich einen Engel sandte, um ihm auch einen neuen Auftrag zu geben, ihn zu bestätigen, was er tat. Und das ist etwas, was wir für uns annehmen können. Was ganz wichtig ist, dass wir wissen können, dass die Dinge beim Herrn ankommen, die dort ankommen müssen. Hebräer 6, die Verse 9 und 10. Ich möchte da noch kurz das lesen. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dient und noch dient. Und das ist eben, wie es ist. Der Herr vergisst die Dinge nicht. Bei ihm ist es registriert. Und wir kennen uns. Manchmal versuchen wir so, den Herrn daran zu erinnern. Aber du, Gott, hast doch gesehen letzte Woche.
da habe ich doch ein Riesenopfer eingelegt. Nun, wir müssen den Herrn nicht erinnern. Aber es ist unsere menschliche Natur, dass wir das manchmal machen oder versuchen. Vor allem dann, wenn vielleicht mal etwas nicht so rund läuft, wie wir uns das wünschen. Wenn wir Herausforderungen haben, dann gehen wir zum Herrn und sagen, aber Herr, bitte, ich habe doch so viel gegeben, ich habe doch alles getan. Aber das müssen wir nicht. Weil beim Herrn ist alles verzeichnet. Beim Herrn in seinem Buch ist alles drin. Wir brauchen ihn nicht zu erinnern, wir dürfen vergessen. Wir dürfen über die Dinge, die passiert sind, müssen wir nicht mehr nachdenken. Weil beim Herrn ist alles drin. Er weiß, was wir gegeben haben. Bei ihm ist alles verzeichnet. Und ich finde diese Geschichte von Cornelius so schön, weil dieser Mann in Treu und Glauben immer gehandelt hat. Er war in der Position, dass er sich nichts erkaufen konnte, weil er wahrscheinlich schon viel hatte. Und er trotzdem treu gegeben hat, treu diente und der Herr ihm persönlich einen Engel sandte, um ihn zu bestätigen in dem, was er tat. Aber selbst wenn der Herr zu uns nicht einen Engel schickt jede Woche, um zu sagen, hey, danke für dein Opfer, es ist angekommen, dürfen wir trotzdem wissen, dass er es weiß und dass es bei ihm verzeichnet ist. Amen. Eigentlich sollte heute gemäß meiner Botschaft Ostern sein. Denn ich werde heute über die Auferstehung Christi predigen. Und ich bin sicher, dass du schon so manches über die Auferstehung Christi an Ostern gehört hast. Aber ich glaube, dass du etwas ganz Bestimmtes verpasst hast. Denn ich habe es bis jetzt verpasst. Und wir wollen heute miteinander etwas genauer anschauen, was die Auferstehung Christi für uns eben im Zusammenhang mit unserer Serie der Entrückung bedeutet. Denn ich glaube, für uns als Gemeinde, für uns als Church, Jesus ist auferstanden, ist auch ein Zeichen eben für die Welt. Jesus' Auferstehung ist ein Bild und ein Zeichen, damit die Menschen glauben, dass er der Herr ist. Und die Auferstehung, dort beginnt eigentlich unser christliches Leben. Denn vom Kreuz gehen wir weiter über die Auferstehung hin zu Pfingsten. Und dort ist, wo wir als Gemeinde leben. Die Gemeinde lebt über den Pfingsttag, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, das Zeitalter der Gemeinde begann. Das ist der Pfingsttag. Also das heißt, das ist nach der Auferstehung. Und die Auferstehung ist ein Zeichen und ein Bild für Menschen, damit sie zum Glauben kommen. Damit sie erkennen, Jesus ist am Leben. Jesus ist lebendig geworden. Halleluja. Nun, das glauben wir selbstverständlich natürlich auch. Aber weißt du, für uns als Church, für uns als Gemeinde ist die Auferstehung mehr als ein Zeichen, dass er lebt. Für dich und mich ist die Auferstehung Jesu ein Bild für unsere Entrückung. Denn Jesus ist der Erste, der auferweckt wurde. Das heißt, der Erste, der einen neuen Leib bekommen hat. Einen verherrlichten Leib. Und weil er der Erste ist, werden wir als Gemeinde ihm folgen. Und die Entrückung bedeutet für uns, dass das Bild seiner Auferstehung, die Verwandlung seines Leibes, eben auch für uns eines Tages Realität werden wird. Für dich und mich, für die Church, für die Gemeinde, ist die Auferstehung ein Bild für die Entrückung. Halleluja. Nun, welches Kapitel in der Bibel beschreibt die Auferstehung am meisten? Es ist simpel und einfach 1. Korinther, das 15. Kapitel. In diesem 15. Kapitel redet Paulus von der Auferstehung und nochmals von der Auferstehung und nochmals von der Auferstehung der Toten. Er redet so viel von der Auferstehung, dass er das Kapitel
15 in den letzten Versen mit der Entrückung des Gläubigen abschließt. Die Bibel will uns hier etwas sagen, stimmt? Deswegen ist die heutige Message in dieser Serie die Entrückung, ist die Auferstehung Christi ein Bild für die Entrückung. Und ich möchte hier einsteigen im 1. Korinther 15, Vers 20 bis 23. Und ich möchte diese drei Verse als Einleitung lesen. Es heißt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Also wir sind hier mitten im Auferweckungs- und Auferstehungskapitel. 1. Korinther 15. Nun ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kam auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Siehst du, wir hören hier immer eigentlich Auferstehung, Auferstehung der Toten. Aber für die Gemeinde ist Auferstehung Entrückung. Wenn wir dabei sind und wenn wir am Leben sind und die Entrückung erfahren, ist sie für uns nicht die Auferstehung der Toten, sondern die Verwandlung. Ist sie für uns die Verwandlung. Und dann heißt es weiter, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Durch Adam kam der Tod, durch Christus kommt die Auferstehung. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Und es gibt anscheinend eine Reihenfolge der Auferstehung. Es gibt in dem Moment gibt es eine Ordnung, einen korrekten Ablauf der Auferstehung. Ein jeder in seiner Ordnung. Nummer eins, als Erstling Jesus. Jesus ist der Erste, der den neuen Leib empfangen hat, der den Auferstehungsleib empfangen hat. Nummer zwei, danach die, welche Christus angehören. Das ist die Gemeinde, das ist der Leib Christi. Und Nummer drei, bei seiner Wiederkunft. Hier ist eine Ordnung sichtbar von drei Phasen. Und diese Ordnung der drei Phasen beschreibt uns, wer in welcher Reihenfolge eine Auferstehung erfahren wird. Jesus ist der Erste, der es erfahren hat. Wir als Gemeinde sind bei der Entrückung die Zweiten, die die Auferstehung erfahren in der Verwandlung unseres Leibes. Und drittens, bei seiner Wiederkunft werden alle Alttestamentheiligen werden auferstehen. Siehst du, du musst eins verstehen. Die Entrückung ist solch ein zentrales Bibel, solch ein zentrales Thema in der Bibel, im Neuen Testament, dass nur die Gemeinde die Entrückung erfahren wird. Wer ist die Gemeinde? Simpel und einfach. Die Gemeinde ist nach dem Kreuz Jesu, nach dem Tod, die letzten 2000 Jahre plus, bis Jesus zur Entrückung ruft, bis Jesus wiederkommt. Das ist die Gemeinde. Alle, die im Alten Testament gestorben sind, werden bei der Entrückung nicht dabei sein. Denn die Entrückung ist nur für die Gemeinde. Deswegen ist die Gemeinde und die Lehre über der Entrückung so zentral, weil das ist ein Privileg nur für dich und mich. Die Entrückung wird niemand anders erfahren als nur der Leib Christi. Nicht einmal die Alttestamentheiligen werden die Entrückung erfahren. Die Alttestamentheiligen werden bei seiner Wiederkunft auferstehen. Verstehst du? Nach 7 Jahren Trübsalzeit, wenn Jesus zurückkommt mit uns als Gemeinde, dann auferstehen die Alttestamentheiligen. Die sind bei der Entrückung nicht dabei. Und ich werde dir heute erklären, warum das so ist. Warum das nur ein Privileg für die Gemeinde ist. In dem Moment, wo man diese Botschaft aus der Gemeinde nimmt, die Botschaft der Entrückung, nimmt man das größte Privileg, nimmt man die größte Würdigung für den Gläubigen aus der Gemeinde. Man nimmt ja sogar die Heiligung aus der Gemeinde. Siehst du, die Entrückung ist so speziell, dass es nur und nochmals nur für die Church gilt. Wow,
Halleluja. Es gilt nur für die Gemeinde. So wie Jesus einen Körper bei der Auferstehung empfing, erhält der Gläubige den neuen Körper bei der Entrückung, wenn er an diesem Tag am Leben ist. Was ist mit den Gläubigen, die schon verstorben sind? Nun, die erhalten auch bei der Entrückung diesen neuen Leib. Die toten Gläubigen werden zuerst diesen neuen Leib bei der Entrückung erhalten. Danach wir, die wir leben. Aber schlussendlich und abgesehen nur in dieser Phase der Gemeinde. Die, die schon gestorben sind und die, die noch am Leben sind. Das ist die Gemeinde, sozusagen die letzten 2000 Jahre nach dem Kreuz von Jesus. Warum ist der Alttestament-Heilige nicht dabei? Schauen, was Jesus sagt. Johannes 3 und Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Wer ist der Bräutigam? Jesus. Wer ist die Braut? Church, die Gemeinde. Wir, die Gläubigen der letzten 2000 Jahre plus. Seit dem Kreuz. Wir sind die Braut. Wer die Braut hat, der Bräutigam hat die Braut. Und das bezieht sich nur auf die Phase der Gemeinde. Und dann aber kommt noch ein dritter ins Spiel. Der Freund des Bräutigams. Der Freund des Bräutigams. Das sind die Alttestament-Heiligen, die vor Jesus gelebt haben. Das sind die Personen, die vor der Zeit Jesus geglaubt haben. Deine Helden im Alten Testament. Deine Glaubenshelden des Alten Testaments. Die großen Namen und die Patriarchen, das sind die Freunde des Bräutigams. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also wir haben die Braut, das ist die Gemeinde, und wir haben den Freund des Bräutigams. Die Braut sind die Neutestament-Heiligen. Der Freund sind die Alttestament-Heiligen. Und im Daniel 12, Vers 1 und 2 sehen wir ebenfalls, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, das ist die 7 Jahre Trübsalzeit, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Das ist die Zeit, wo Gott Israel rettet am Ende der 7 Jahre Drangsal. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Das sind ja die Alttestament-Heiligen. Das sind die, die vor Jesus gelebt haben und an den kommenden Messias geglaubt haben. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und zur Schande. Und hier wird von denen gesprochen, die, die zum ewigen Leben aufwachen, das sind die Menschen, die an den kommenden Messias vor dem Kreuz geglaubt haben. Also siehst du, die Entrückung ist so speziell, dass sie nur für die Gemeinde ist. Sie ist so einmalig, dass sie nur für uns ist und deswegen ist es ein Geheimnis. Halleluja. Deswegen ist es ein Geheimnis. Die Entrückung ist ein Geheimnis. Und es ist immer dann ein Geheimnis, wenn es im Alten Testament nicht sichtbar ist, außer in Schattenbildern. Wie wir letztes Mal schon angeschaut haben, Henoch und Noah sind ein Schattenbild der Entrückung. Aber das war nicht offensichtlich, auch nicht für die Personen in dieser Zeit. Erst wir heute haben die Fähigkeit, das richtig zu deuten, das richtig zu beurteilen, weil das Neue Testament es uns offenbart. Die Gemeinde ist ein Geheimnis, die im Alten Testament verborgen war. Und deswegen ist auch die Entrückung der Gemeinde ein Geheimnis, das im Alten Testament verborgen war. Beides wird als Geheimnis bezeichnet.
Du hast sicher schon mal gehört, dass Paulus vom Geheimnis der Gemeinde spricht. Weswegen redet er vom Geheimnis der Gemeinde? Die Gemeinde ist im Alten Testament nicht sichtbar, nur vorschattiert, aber nicht sichtbar. Die Leute wussten nicht, dass eine Gemeinde kommen wird. Es war nicht offenbart worden, dass diese Gemeinde den Platz einnehmen wird, den Israel hätte haben sollen. Außer in den letzten Tagen, außer im Zeitalter der Gemeinde wird es offenbart. Uns ist das Geheimnis offenbar geworden. Und wenn wir in diesem Geheimnis der Gemeinde mit eingepflanzt sind und mit drin leben, dann ist die Entrückung ebenfalls ein Geheimnis. Halleluja. Und viele Leute glauben heute nicht mehr an die Entrückung, weil sie nicht mehr an Geheimnisse glauben. Amen. Weißt du, der christliche Glaube ist nicht etwas Mystisches oder Mystizismus. Denn durch Gnade wird vieles offenbar. Aber es gibt Elemente, die einen Haufen Leute noch nicht erkannt haben oder nicht erkennen konnten, bevor die Gemeinde da war. Und viele Leute im Alten Testament konnten das nicht sehen. Aber wir heute können es sehen. Halleluja. Du lebst in einem Geheimnis. Amen. Secret Agents. Doppel-Null-Nummern habt ihr. Im Geheimdienst seiner Majestät. Amen. Undercover. Du bist auf Geheimmission. Aber selbstverständlich entfalten wir dieses Geheimnis, offenbaren wir dieses Geheimnis, wenn es um die Botschaft des Herrn geht, um die Botschaft von Jesus Christus geht. Diese, wir nennen es erste Auferstehung, ist nur für Gläubige. Christus ist der Erste. Die Gläubigen der Gemeinde bei der Entrückung sind die Zweiten. Die Heiligen des Alten Testaments bei der Wiederkunft Jesus sind die Dritten. Und auch die Gläubigen aus der Trübsalzeit, die werden bei der Wiederkunft Jesu nach den 7 Jahren mit auferstehen. Diejenigen, die gläubig wurden während der Trübsalzeit. Also nach den 7 Jahren, wenn Jesus zurückkommt, werden 2 Kategorien von Personen auferstehen. Alle Alttestamentheiligen und alle Gläubigen, die während der Trübsalzeit zum Glauben gekommen sind. Und die sich nicht unterjochen ließen, sondern sogar für ihren Glauben gestorben sind. Diese werden auferstehen nach der Wiederkunft Jesu, wenn er mit uns als Gemeinde zurückkommt. Denn die Gemeinde geht nicht durch die Trübsalzeit. Die Gemeinde wird davon verschont. Wir gehen nicht durch die 7 Jahre Drangsal. Siehst du, in der heutigen Zeit, und ich meine, die Auferstehung der Toten ist solch ein zentrales Thema im Neuen Testament, dass man heute fast nichts darüber hört. Ich meine, viele von euch hören das heute das erste Mal. Aber weißt du, wie oftmals das angesprochen wird im Neuen Testament, in den neutestamentlichen Briefen, die Auferstehung der Toten? Im Hebräerbrief heißt es sogar, dass dies eine der fundamentalen Lehren des Alten Bundes war. Selbst unter dem Alten Testament glaubten sie an eine Auferstehung der Toten. Unser Glaube der Auferstehung der Toten mündet in die Entrückung hinein. Halleluja. Und das ist das Bild der Auferstehung Jesu für dich und mich. So gewiss, wie Jesus auferstanden ist, wird es eine Entrückung geben. Das ist die Aussage. Das ist der zentrale Gedanke. So gewiss, wie Jesus aus den Toten auferstanden ist, gibt es eine Entrückung der Gemeinde. Halleluja. Ist das nicht fantastisch? Siehst du, selbst das Buch der Offenbarung, wir
müssen das Buch der Offenbarung als eine Offenbarung von Christus betrachten. Das ist kein angstmachendes Buch. Und wahrscheinlich werde ich nächstes Mal, noch zum Abschluss von dieser Serie Entrückung, werde ich euch noch einen Querschnitt geben vom Buch der Offenbarung. Nächsten Sonntag dann, weil dann schließen wir die Serie Entrückung ab. Einen Querschnitt, einen Grundriss, wie man das Buch der Offenbarung betrachten muss. Denn wenn du nicht weißt, wie du das betrachtest, dann denkst du, oh, ich will damit nichts zu tun haben. Rede ja nicht über die Entrückung, rede ja nicht über die Wiederkunft, rede ja nicht über die Trübsalszeit, weil da passieren all die schlimmen Sachen. Das Buch der Offenbarung ist für dich und mich in erster Linie in der Gemeinde als Gläubige, ist das eine Offenbarung von unserem Herrn. Es ist eine Offenbarung von Jesus und seiner Güte, seiner Gnade. Und in diesem Hauptteil, also prinzipiell zwischen Kapitel 4 und 18, wo all diese schlimmen Dinge passieren, ist die Gemeinde nicht einmal mehr vorhanden. Da bist du und ich gar nicht mehr auf Erden. Weil für uns ist die Offenbarung Christi, Halleluja, ist entscheidend. Und dies ist in den ersten drei Kapiteln und in den letzten vier Kapiteln. Aber dazwischen drin, der Drangsalszeit, bist du und ich nicht einmal mehr hier. Deswegen eine saubere Übersicht zu haben über das Buch der Offenbarung ist wichtig und eben lässt uns eben auch Sicherheit gewinnen. Sicherheit bekommen. Unsere Zukunft ist großartig. Deine Zukunft ist fantastisch. Deine Zukunft ist Bingo. Deine Zukunft ist darüberstehen, Überwinder sein und nicht untergehen. Unsere Zukunft ist nicht Tod und Verderben oder Fluch. Unsere Zukunft ist Gnade, Hoffnung und Leben. Halleluja. Und siehst du, das spornt uns an. Das lässt uns in der Mission tätig sein, so viele Menschen wie möglich ins Boot zu holen. Und zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Komm zu Jesus. Lade ihn ein in dein Leben. Lass ihn in dein Leben vordringen. Lass ihn in dein Leben und durch dein Leben quer durch alle Bereiche vorstoßen. Und lass dich vom Herrn führen und leiten. Werde gerettet. Erfahre eine Wiedergeburt. Empfange Jesus. Denn wenn wir an eine Entrückung glauben, dann ist das unser Ansporn für die Mission. Denn wir wissen, die Zeit ist kurz. Und wir wollen die Tage und die Zeit auskosten. Und wir wollen so viele Menschen wie möglich zum Glauben führen an Jesus Christus. Halleluja. Weißt du, es sind mehr Menschen im Himmel als in der Hölle. Das sind mehr auf deiner Seite, als du denkst. Amen. Das sind mehr Menschen, Halleluja. Im Himmel als in der Hölle. Jesus ist der Herr. Amen. Nun, jetzt gibt es aber noch etwas Interessantes. Und zwar in Matthäus 27, Vers 50 bis 53. Schau an, was hier passiert ist. Das ist kurz nach der Auferstehung von Jesus, also nach dem Kreuz und der Auferstehung. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Das ist noch am Kreuz. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalten sich, das ist immer noch am Kreuz, und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Das sind einige aus dem Alten Testament. Nicht alle, sonst würde es heißen, alle Entschlafenen. Nein, es sind einige viele. Wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor, Vers 53, nach seiner Auferstehung. Siehst du, das ist es die drei Tage später. Zwischen Kreuz und Auferstehung sind drei Tage. Und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Dazwischen, siehst du, das ist interessant. Und ist eigentlich irgendwie komisch, dass wir gar nicht mehr darüber wissen, weil es so ein zentrales Thema ist, die Auferstehung. Aber es gibt verschiedene Auferstehungen. Es gibt mindestens sieben Auferstehungen, von der die Bibel spricht. Einige sagen sogar, wir sehen neun Auferstehungen.
Also es gibt definitiv mehr Auferstehungen, als dass wir denken. Im Hebräer zum Beispiel heißt es von Leuten, die eine bessere Auferstehung erfahren werden. Also es gibt verschiedene Auferstehungen, wie wir gelesen haben, alle in ihrer Ordnung. Stimmt's? In ihrer Order, das heißt in ihrer Reihenfolge. Und hier passiert etwas ganz Spezielles. Einige der Alttestament-Heiligen, wir wissen nicht genau, wer es war, wahrscheinlich sind es die Top-Shots, die ganz Großen, die CEOs, so Abraham, Mose, so die ganz großen Namen, können wir mal davon ausgehen. Die haben bereits eine Auferstehung erfahren, denn dazwischen gibt es eine spezielle Auferstehung für einige Alttestament-Heilige direkt nach der Auferstehung Christi. Aber das ist nicht der Großteil der Alttestament-Heiligen. Das sind nur einige viele. Wenn das alle wären vom Alten Testament, wären hier, würde es hier heißen, alle vor dem Kreuz wären hier auferstanden. Nein, es sind einfach einige. Und die sind aus den Gräbern hervorgegangen und sind vielen erschienen. Offenbar hat das Menschen zum Glauben geführt, als sie Abraham sahen. Oder als sie ihre Vorfahren sahen. Huch! Das ist doch mein Ur-Uronkel, von dem hängt noch ein Bild bei mir in der Stube. Ich mache es etwas witzig hier. Vermutlich hing kein Bild in der Stube mit einem iPhone geklickt und mit einem Laserprinter ausgedruckt. Vermutlich nicht, weil das war vor 2000 Jahren. Aber einige haben da ihre Bekannten gesehen oder bekannte Persönlichkeiten, denn diese Heiligen, die auferstanden sind, sind in Jerusalem vielen erschienen. Stell dir vor, da bist du am Kaffee trinken, Espresso, Macchiato, und da wandelt jemand vorbei. Abraham? Die Leute haben keine Geister gesehen. Die Leute haben Auferstandene gesehen. Und die Leute haben Menschen gesehen mit auferstandenen Leibern. Oh Freunde, kannst du es sehen? So wie Jesus auferstanden ist, so wie Alttestament-Heilige in der heiligen Stadt in Jerusalem Menschen tatsächlich erschienen sind, wird es eine Entrückung für die Gemeinde geben. Halleluja. Weil die Auferstehung ist unser Bild für die Entrückung. Preis dem Herrn. Also diese spezielle Auferstehung hier, die gilt für einige. Die gilt für einige. Aber jetzt schau dir diesen Übergang an, den wir im 1. Korinther 15, Vers 45 bis 53 sehen. Nochmals, 1. Korinther 15 ist das riesige Kapitel, wo es um die Auferstehung unseres Herrn geht. Und jetzt schau dir an, wie er es in die Endphase einleitet, dieses Kapitel. Ab Vers 45 lesen wir. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Adam und was? Der letzte Adam. Weißt du, das ist Typologie. Das ist Typologie. Adam ist ein Bild von Christus. Der erste Mensch, der gelebt hat, ist ein Bild des ersten Menschen, der für immer lebt. Der erste Adam, das ist der, der erschaffen wurde. Der letzte Adam
ist der, der in Ewigkeit wurde. Das ist Typologie. Das ist ein Vergleich, ein Schatten und ein Abbild. Der erste und der letzte Adam. Der erste Adam, der geschaffene Adam, sündigte und Tod kam über die Menschheit. Der letzte Adam, Christus, kam und brachte Leben über die Menschheit. Typologie ist großartig. Wenn Adam ein Bild von Christus ist, wie wir es hier sehen, stimmt's? Erster und letzter. Wenn Adam ein Bild für Christus ist, was ist dann Eva? Dann ist Eva ein Bild für die Gemeinde. Okay? Dann ist Eva ein Bild für die Gemeinde. Denn so wie Adam in einen tiefen Schlaf fiel, ist auch Jesus in den Todesschlaf am Kreuz gefallen. Nachdem Adam in einen tiefen Schlaf fiel, war Eva da. Nachdem Jesus in den Todesschlaf fiel, entstand die Gemeinde. Aus der Seite Adams wurde Eva gebildet. Aus der Seite, die berühmte Rippe. Also Mann, keine Angst, die fällt euch nicht. Die berühmte Rippe, aus der Seite Adams wurde Eva gebildet und auf der Grundlage der geöffneten Seite des Herrn Jesus am Kreuz, wo Blut und Wasser herausfloss, auf dieser Grundlage entstand die Gemeinde. Erinnerst du dich, als Jesus am Kreuz hing und der Soldat den Speer in seine Seite stach, seine Seite, von Adams Seite kam Eva. Auf dieser Grundlage von Blut und Wasser, von Jesu Tod am Kreuz und den Einstich in seiner Seite, auf dieser Grundlage entstand die Gemeinde. Beide kamen aus der Seite. Wie einst Eva mit Adam geherrscht hat, wird Christus für 1000 Jahre herrschen und wir als Gemeinde werden mit ihm regieren. Adam wurde zum Herrscher der Erde gemacht. Christus ist der Herrscher, aber auf seiner Seite, an seiner Seite, sollte Eva mitherrschen. Die Gemeinde wird mitregieren. Adam war der erste Gärtner. Jesus ist der letzte Gärtner. Erinnerst du dich, Maria sah den Gärtner. Adams Aufgabe war, den Garten zu bebauen. Maria dachte, es sei der Gärtner, als Jesus den Auferstandenen sah. Adam wurde versucht und versagte. Christus wurde versucht und widerstand. Adam schwitzte aufgrund der Werke im Schweiße deines Angesichts, heißt es. Christus schwitzte Blut aufgrund der Gnade. Beide schwitzten im Garten. Als Adam den Garten bebauen sollte, im Schweiße deines Angesichts, schwitzte Jesus im Garten Gethsemane Blut. Siehst du, das ist der erste und der letzte Adam. Das ist Typologie. Adam hatte eine Frau, Christus hat eine Braut. Adams Frau versagte und entheiligte sich. Christi Braut ist flecken- und runzellos und heilig. Halleluja. Adam brachte Furcht über die Menschheit, Christus bringt Glauben für die Menschheit. Adam fühlte sich entblößt und nackt. Wir sind beständig in Christus gekleidet. Und zwar mit Gerechtigkeit. Adam war nur aus Geist geboren. Wir heute sind mit dem Geist erfüllt. Halleluja. Adam war Gottes Schöpfung.
Als Gott Adam schuf, wurde Adam Gottes Schöpfung. Aber du und ich sind heute neue Schöpfungen. In Christus Jesus. Adam ist nur Creation. Wir sind eine New Creation. Halleluja. Adam gehörte zu den Alttestament-Heiligen und ist bei der Entrückung nicht dabei. Du und ich gehören zum Leib Christi und jeder ist bei der Entrückung dabei. Adam besaß zwar die Erde, du und ich besitzen den Himmel. Halleluja. Adam herrschte über der Erde, aber unsere Besitztümer sind im Himmel. Glory. Adam war lediglich eingesetzt. Du und ich sind Erben. Adam war eingesetzt für etwas, aber wir haben geerbt. Wir sind Erben Christi. Für die ganze Schöpfung in der Bibel gibt es nur ein Kapitel, 1. Mose 1. Aber für Erlösung gibt es 10-mal mehr Kapitel im 2. Mose 25 bis 34. Denn anhand von der Stiftshütte zeigt uns Gott den Weg der Erlösung. Für die Schöpfung gibt es ein Kapitel, für die Erlösung gibt es 10 Kapitel. Halleluja. Die Braut braucht kein Öl. Die Jungfern brauchen Öl. Die Braut bekommt Wein. Erinnerst du dich an das erste Wunder von Jesus? Er hat Wasser zu Wein verwandelt. Wo geschah das? An einer Hochzeit. Was will er uns damit zeigen oder sagen? Die Braut Christi bekommt neuen Wein. Jesus hat nämlich nicht Wasser zu Öl verwandelt. Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt. Die Braut braucht kein Öl, so viel zu den 10 Jungfrauen. Wir haben zu wenig Öl, wir haben zu wenig Öl. Nein, die Braut erhält den besten neuen Wein. Pastor, was ist mit den 10 Jungfrauen von Matthäus 25? Das sind doch wir. Nein, wir sind die Braut, nicht die Jungfrauen. Die Braut ist gar nicht mehr da in Matthäus 25. Die ist schon lange im Himmel. Die Braut braucht kein Öl, die Braut bekommt neuen Wein. Ist das nicht fantastisch? Die Braut bekommt neuen Wein. Ha, wir haben noch nicht einmal weitergelesen. Kannst du sehen, den Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Adam, das ist Typologie? Und so kannst du einen Haufen Vergleiche anstellen und du musst am Schluss sagen, das, was wir heute haben und unter dem wir heute leben, ist so viel besser, als was Adam hatte. Und unter was er lebte. Sieh immer das zuerst. Er war die Schöpfung Gottes, wir sind die neue Schöpfung in Christus. Er war eingesetzt, wir sind Erben. Halleluja. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Dann sagt er im Vers, geh nochmal zurück zu Vers 45. Aber nicht, Vers 46, nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach das Geistliche. Siehst du Adam, der natürliche Adam zuerst und dann der geistliche Adam Christus. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, Adam. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel, Christus. Typologie. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Nächster Vers.
Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Kannst du sehen, dass er hier im gesamten Kontext über die Auferstehung spricht? Und jetzt sagt er, das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht, nicht die Unverweslichkeit. Siehe, Vers 51, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und jetzt spricht er die Entrückung an. Nächster Vers. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen. Übrigens, das ist der Grund, warum es in Israel das Posaunenfest gibt. Gott hat ein Fest dazu bestimmt, um die Entrückung vorher zu zeigen, vorzuschattieren, das Posaunenfest in Israel. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden und unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Im gesamten Kontext vom 15. Kapitel spricht er von der Auferstehung Jesu. Er spricht davon, dass er einen neuen Leib, einen unverweslichen Leib empfangen hat. Und er spricht davon, dass wir am Tag der Entrückung dasselbe enthalten. Warum schließt er das Kapitel mit Entrückung ab? Weil die Auferstehung unser Bild für die Entrückung ist. Preis dem Herrn. Schau an, im 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. Das sind die, die schon gestorben sind. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, schau es dir an, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Nächster Vers. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das sind all die, die in diesem Gemeindezeitalter in den letzten 2000 Jahren vor uns gestorben sind. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt. Entrückt in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Haben wir vorher nicht gelesen? Jesus wurde lebendig gemacht und auferweckt. Haben wir das vorher nicht gelesen? Und dann mündet er wieder hinein in die Entrückung. Wir reden wieder von der Posaune, wie es im 1. Korinther ebenfalls geheißen hat. Die Posaune Gottes erschallt. Das Posaunenfest ist ein Bild für die Entrückung. Und was wird passieren an diesem Tag, wo die Entrückung stattfindet? Die, die entschlafen sind, werden zuerst auferstehen. Und danach heißt es, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit diesen Entschlafenen entrückt werden. Die Toten werden zuerst auferstehen in Christus, die Gemeinde, die vorher gestorben ist, oder die Menschen der Gemeinde. Und dann werden wir entrückt werden. Was ist die Qualifikation, damit du entrückt wirst? Was ist die Bestimmung? Was ist die Qualifikation? Was ist der Grund, dass du entrückt wirst? Dass du am Leben bist, ist der Grund. Wer wird entrückt? Alle, die dann am Leben sind. Aber es ist doch, wer Öl hat und wer weniger Öl hat oder kein Öl hat. Nein, alle,
die am Leben sind. Denn er sagt, danach werden wir, die wir leben, was ist die Qualifikation? Am Leben zu sein. Denn es gibt Leute, die glauben, nicht alle werden entrückt. Es gibt Leute, die glauben, dass einige Menschen zu schlecht gelebt haben als Christen. Und dass wiederum andere nicht voll mit dem Herrn gelebt haben. Und deswegen werden sie nicht entrückt. Und das ist Blödsinn. Alle Gläubigen werden entrückt. Alle Wiedergeborenen. Was ist die Qualifikation? Nicht dein Leben, nicht wie gut oder wie weniger gut du gelebt hast, sondern dass du am Leben bist. Dass du einfach in dem Moment, wo die Entrückung stattfindet, dass du atmest. Das ist die Qualifikation. Wir, die Lebenden, am Leben zu sein, das ist die Qualifikation. Nicht genug Öl haben. Denn die Lebenden haben genug Öl. Weißt du, dass die Alttestament-Heiligen nicht entrückt werden, liegt daran, dass sie den Heiligen Geist nicht in sich hatten. Deswegen können die vor dem Kreuz unter dem alten Bund nicht entrückt werden. Was ist der Unterschied zwischen einem Neutestament-Heiligen und einem Alttestament-Heiligen? Was ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen vor dem Kreuz und einem Gläubigen nach dem Kreuz? Wir haben es in der ersten Lektion angesprochen. Der Geist kam nur auf Menschen zeitweise und nicht in Menschen hinein. Aber unter dem Neuen Testament kommt der Geist in uns hinein. Er kommt nicht nur auf uns, er lebt in uns. Siehst du, Römer 8 und Vers 11. Römer 8 und Vers 11 sagt uns, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wann wird das sein? Am Tag der Entrückung. Wann wird das sein? Wenn Jesus wiederkommt und wir entrückt werden. Dann wird das sein. Und deswegen sind die Alttestament-Heiligen nicht dabei. Weil der Geist nicht in ihnen wohnte. Okay? Deswegen sind sie nicht dabei und deswegen werden sie erst einen neuen Leib nach den 7 Jahren Trübsal erhalten. Das ist die Auferstehungskraft, die man hier benennt aus diesem Vers. Dieser Vers können wir in einem Wort zusammenfassen. Das ist Auferstehungskraft. Hast du sicher auch schon gehört. Was ist Auferstehungskraft? Auferstehungskraft geht bis ganz zum Ende. Und das Ende ist, wenn wir verwandelt und entrückt werden. Das ist die Auferstehungskraft am Wirken. Wann wirkt sie final? Am Tag, wo Jesus wiederkommt. Das ist die Auferstehungskraft. Halleluja. Und deswegen ist der Geist in dir. Der Geist in uns erfüllt in dem Fall seinen Zweck bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Deswegen für dich und mich gilt die Auferstehungskraft bis zum Schluss. Und das Ende ist, wenn Jesus für seine Gemeinde kommt. Und sie mit sich nimmt, zu sich holt und hinwegnimmt. Halleluja. Preis dem Herrn. Siehst du, als Jesus sagte, es ist vollbracht, it is finished, dann gilt das für die ganze Zeitspanne. It is finished ist nicht nur ein Ausdruck, Erlösung am Kreuz wurde erworben. It is finished ist ein Ausdruck von alles
ist vollbracht. Die Auferstehungskraft wirkt im Gläubigen bis zum Schluss, bis zum Tag des Hinwegnehmens, bis zum Tag der Entrückung. It is finished. Halleluja. Bedeutet ebenfalls, du wirst dabei sein. It is finished bedeutet nicht nur, du wirst errettet und du bleibst errettet. It is finished bedeutet, du wirst vom Herrn geholt. Am Tag, wenn er für die Gemeinde wiederkommt. Siehst du, die Auferstehungskraft ist bis zum Ende gültig. Und nicht nur für einen kurzen Ausschnitt in unserem Leben. Deswegen, abschließend, so wie Jesus sicher auferstanden ist, so wie die Heiligen, diese einigen, auch auferstanden sind und von vielen gesehen wurden, so sicher ist die Entrückung, weil sie ein Bild der Auferstehung ist. Halleluja. Du bist auferstanden und du bist der Auferstandene und so werden wir auferstehen, Herr. Ich danke dir, dass diese Auferstehungskraft schon jetzt in der Gemeinde am Wirken ist. Ich danke dir, dass deine Macht und deine Kraft in ihren Körpern jetzt schon wirkt, ihre Körper heilt, ihre Körper wiederherstellt, ihre Körper erfrischt. Denn so wie am Tag der Entrückung wirst du diesen Körper vollends verwandeln. Halleluja. Aber wir haben jetzt schon die Erstlingsfrucht, Halleluja, dieser Auferstehungskraft in uns am Wirken. Danke, Jesus. So segne ich die ganze Gemeinde mit Gesundheit, mit Heilung, mit Vitalität, mit Kraft, Halleluja, mit Energie. Danke, Jesus, dass du uns befähigst. Du gibst uns immer wieder neue Kraft, denn der Schwache spreche, ich bin stark. Halleluja. Der Kranke spreche, ich bin geheilt. Halleluja. Danke, Jesus, für Kraft, Stärke, Heilung. Zeichen und Wunder in uns, in unserer Mitte, auf uns, in unseren Körpern. Thank you, Lord. Let's sing one more time. Conquer death.